Lungenerkrankungen. Bis zum Jahr 2030 die zweithäufigste Todesursache weltweit. Verantwortlich dafür ist zum einen die Zunahme von Lungenkrebs, Lungenfibrose und chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, während auf der anderen Seite die Sterblichkeit durch medizinische Fortschritte, zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, rückläufig ist. Den vielleicht wichtigsten Grund für die Defizite in der Behandlung von Lungenerkrankungen sieht Professor Dr. Jürgen Behr in der jahrzehntelangen Unterfinanzierung der pneumologischen Forschung, der man nun in München durch die Bündelung verschiedenster Kräfte entgegentritt. Behr ist seit Beginn 2013 ärztlicher Direktor der Asklepios-Fachkliniken München-Gauting sowie Leiter der Medizinischen Klinik 5 der LMU. Außerdem ist er erster Lehrstuhlinhaber für klinische Pneumologie in Bayern. Wir haben eine steigende Anzahl von Lungenerkrankten und die demografische Entwicklung verstärkt diesen Trend noch. Von den meisten Lungenerkrankungen wissen wir nicht genau, wie sie entstehen und auch die Behandlungsmöglichkeiten sind beschränkt. Um dieser Herausforderung zu begegnen, bedarf es einer intensivierten Forschung, um den Patienten die nötige Hilfe zu gewähren. Comprehensive Pneumology Center, kurz CPC, lautet die Formel, mit der man in München diesen Bedürfnissen nun begegnen und sich über die Grenzen Deutschlands hinaus als Lungenforschungszentrum etablieren will. Die Ludwig-Maximilians-Universität mit den LMU-Kliniken, die Asklepios-Fachkliniken München-Gauting und das Helmholtz-Zentrum München, deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt, bündeln ihre Expertise zu einer starken Allianz im Kampf gegen Lungenerkrankungen. Durch die Kliniken der LMU mit der Medizinischen Klinik 5 besitzt das CPC höchste Kompetenz in den Bereichen translationale Forschung und Hochleistungsmedizin. Am Campus Großhadern werden alle pneumologisch-internistischen Untersuchungs- und Behandlungsangebote vereint und eine umfassende diagnostische und therapeutische Versorgung von akuten und chronischen Lungenerkrankungen geboten. Der Bereich Lungentransplantation unter der pneumologischen Leitung von Professor Klaus Neurohr gehört zu den weltweit führenden Zentren. Hier werden durch die Munich Lung Transplant Group, zu der auch die Anästhesiologie gehört, mehr als 60 Lungen pro Jahr transplantiert. Weiterer Schwerpunkt der Medizinischen Klinik 5 ist die thorakale Onkologie unter Leitung von Professor Rudolf Maria Huber am Campus Innenstadt. Neben der Patientenversorgung sind Forschung und Lehre wichtige Ziele der LMU, die durch die Etablierung der Lehrstühle für klinische und experimentelle Pneumologie deutlich gestärkt worden sind. Mit den Asklepios-Fachkliniken München-Gauting verfügt das CPC über einen wichtigen klinischen Partner, der für exzellente Patientenversorgung steht. Mit über 260 Betten und jährlich über 10.000 Lungenpatienten ist das Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie die größte Lungenklinik in Bayern und eine der bedeutendsten Lungenkliniken und Pharmastudienzentren Deutschlands. Asklepios gilt zudem als eines der wichtigsten Zentren für Bronchialkarzinome. Trotz aller High-End-Medizin steht der Mensch in den Asklepios-Kliniken im Mittelpunkt. So profitieren die Patienten von der engen Zusammenarbeit der Fachabteilungen modernsten medizinischen Möglichkeiten und der Expertise der Ärzte. Als pneumologische Partnerklinik und Lehrkrankenhaus der LMU bieten die Asklepios-Fachkliniken eine Patientenversorgung auf höchstem Niveau. In unmittelbarer Nähe zum Klinikum Großhadern befindet sich mit dem Helmholtz-Zentrum München das Deutsche Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Hier steht die Erforschung von Volkskrankheiten im Kontext von Umweltfaktoren, Lebensstil und genetischer Disposition im Vordergrund. Im Rahmen des CPC, einem von 5 Standorten des Deutschen Zentrums für Lungenforschung, dreht sich hier alles um chronische Lungenerkrankungen. Dabei werden Methoden der Molekular- und Zellbiologie, Pharmakologie, Molekularpathologie und der klinischen Medizin integriert, um neuartige Diagnosen, Therapien und auch Präventionsmöglichkeiten zu entwickeln. Im Fokus der experimentellen Pneumologie im CPC stehen chronische Lungenerkrankungen wie die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung COPD, Lungenfibrose, Lungenkrebs, Folgeerkrankungen bei Lungentransplantationen
und Aspekte der Stammzellforschung. Auf der rund 2500 Quadratmeter großen Forschungsfläche am Max-Lebsche-Platz sind die räumlichen Bedingungen für eine translationale Herangehensweise optimal. Unter den experimentellen Laboren im ersten Stock befindet sich die CPC-Forschungsambulanz. Insgesamt 150 Mitarbeiter forschen hier unter der Leitung von Professor Oliver Eichelberg, dem Inhaber des Lehrstuhls für experimentelle Pneumologie der LMU. Gemeinsam mit Professor Jürgen Beer leitet Eichelberg das CPC als eine in Deutschland einmalige Doppelspitze aus Wissenschaft und Medizin. Nun, im Idealfall wollen wir Erkrankungen heilen, wollen wir Patienten heilen, in diesem Fall Patienten mit Lungenerkrankungen. Sie müssen also auf der einen Seite verstehen, wie eine Erkrankung entsteht und sich fortbildet und auf der anderen Seite die Erkrankung heilen in der Klinik. Ergo brauchen Sie eine Doppelspitze, nämlich eine Person und ein ganzes Institut, was die frühe Forschung abdeckt, und eine Person, ein Institut, was die Klinik abdeckt. Und die Situation haben wir in München gegeben durch das CPC. LMU, Helmholtz, Asklepios. Drei Partner, zwei Köpfe, ein Ziel. Eine nachhaltige Verbesserung der Vorsorge und Patientenversorgung. Der Zusammenschluss erlaubt es uns in Zukunft, große Studien durchzuführen, die neue Erkenntnisse schaffen werden, mit denen wir die Lungenerkrankungen besser behandeln werden. Damit können wir die Trendumkehr der steigenden Lungenerkrankungen schaffen.